alte Holzbrücke über den Gummibärenfluss ist schon ziemlich morsch und wackelig. Eines Morgens machen sich Grammy und Sunny auf den Weg nach Clifton Meadows. Und so fängt alles an. Ich wünschte, wir müssten nicht den ganzen weiten Weg gehen, nur um Flachs zu holen. Ich weiß, Sunny, meine Liebe, aber er wächst nun mal nur auf Clifton Meadows. Und wir brauchen den Flachs, um unsere Kleider daraus zu fertigen. Ich wünschte nur, wir brauchten diese alte Brücke nicht zu überqueren. Ich weiß, was du meinst. Nun, die Brücke wird nicht jünger und ich auch nicht. Na dann! Warum können wir uns nicht einfach neue Kleider kaufen, wie alle anderen in Danville? Nicht hinuntergucken, Schatz! Sonst wird es nur noch schlimmer! Oh nein! Und dann passiert es. Die Brücke bricht einfach in der Mitte auseinander. Mit letzter Kraft können sich die beiden an einer Holzbohle festklammern. Schnell! Dein Gummibärensaft! Tja, und damit geht es. Mit einem Riesensatz springen die zwei wieder auf festen Boden. Aber eins ist klar, die Brücke ist völlig hin. Ja, dann hätten wir Clifton Meadows wohl das letzte Mal gesehen. Und die alte Brücke auch. Zu Hause ist Gruffy wieder einmal bei seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Reparieren und Basteln. Hey, Gruffus, bist du es denn niemals leid, diese ganzen uralten Gummibärsachen zu reparieren? Soll das ein Witz sein? Das ganze Zeug ist für die Ewigkeit konzipiert. Es ist eine Ehre, deren Installation zu reparieren. Ja, 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 aber würdest du denn nicht mal zur Abwechslung lieber was Neues und Originelles schaffen? Warum denn? Die alten Gummibären haben uns alles vermacht, was wir brauchen. Oh, haben uns unsere Gummibären-Vorväter auch ein Handtuch vermacht? Sehr witzig. Was ist denn hier los, Gruffy? Du siehst ja zum Heulen aus. Na, ihr seht auch nicht gerade aus wie Friss aus dem Ei gepellt, hä? Ich weiß nicht, gefällt mir irgendwie. Ja, Vogelscheuchen, das Richtige. Wenn ihr so einen Morgenhintern hättet wie wir, dann würdet ihr keine dummen Sprüche machen. Warum? Was ist denn passiert? Oh, gar nichts. Außer, dass die alte Kliftenbrücke unter unseren Füßen eingestürzt ist. Nur die Ruhe. Ich gehe sie gleich reparieren. Viel Glück. Aber das ist nun mal nicht so einfach, wie der gute Gruffy sich das vorgestellt hat. An der Schlucht angekommen, ist ihm das auch sofort klar. Tja, da ist nicht mehr viel zu reparieren. Die werde ich ganz neu aufbauen müssen. Mach die Augen auf, Gruffy. Da klopft deine große Gelegenheit an die Tür. Anstatt einfach nur irgendjemandens Brücke wieder aufzubauen, warum kreierst du nicht dein eigenes, zeitgemäßes Meisterwerk? Also, Gruffalangelo. Was meinst du? Ich meine, du hast nicht mehr alle Gummibären in der Vorratskammer. Das doch. Jetzt hör auf herumzuswindigieren, wir haben zu arbeiten. Zur gleichen Zeit auf der Burg von Ickzorn. Der alte Schurke hat wieder mal was ausgeheckt. Einen großen Panzerwagen mit einer dicken Kanone drauf hat er sich bauen lassen. Sie funktioniert! Oh, da interessiert der Tony auch mal. Aua! Das ist kein Spielzeug, du Geistesgnom. Das ist die ultimative Waffe. Das habt ihr letzte Woche auch gesagt. Stimmt, aber hiermit kann ich dann Win verwüsten, Gregor besiegen und... Endlich ordentliche Würstchen grillen. Vorwärts nach Danwin! Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Leichter gesagt als getan, unaufhaltsamer. Ich werde mich nicht von meinem eigenen Tor aufhalten lassen, Todwart. Schaff diese verflitzte Maschine hier raus. Mir befehlt, oh Befehlsgewaltiger. Ungeheuer, ich zähle bis drei und dann schiebt ihr alle so fest ihr könnt. Eins, zwei, drei. Richtig! Wo eine Mauer ist, ist auch ein Weg. Hindurch! Inzwischen war Gruffy unheimlich fleißig. Schon nimmt die neue Brücke Gestalt an. Tammy kann nur staunen. Das wird eine ziemlich große Brücke, ne, Gruffy? Nun, da ich sie sowieso wieder aufbauen musste, dachte ich mir, ich könnte gleich ein paar Verbesserungen vornehmen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ich habe hier ein paar Krapfen von Remy. Keine Zeit zum Essen. Oh. Aber zum Essen ist doch immer Zeit. Nicht, wenn Arbeit zu tun ist. Ickzorn und seine Ungeheuer versuchen derweil, den Panzerwagen einen steilen Hügel hinaufzukriegen.
Schiebt weiter! Das geht nicht! Schlapp machen, ihr Schlappschwänze! Vielleicht geschützt du schwer für geplagte Ungeheuer. Du könntest recht haben, Toadwart. Dann wollen wir ihm das Ganze etwas leichter machen. Ich wünschte, Herr Zuckerl würde mir das Leben leichter machen. Na, war das jetzt so schwer? Oh je! Die Ungeheuer sind aber auch zu blöde. Kaum haben sie den Panzer mühsam nach oben gewuchtet, da lassen sie einfach los. Prompt rollt das schwere Ding wieder den Hügel hinunter und klatscht in den Sumpf, wo es im tiefen Schlamm steckt. Gruffy ist mal eben nach Hause gelaufen und hat sich den Kasten mit dem ganzen Maurerwerkzeug geholt. Genau den brauche ich. Oh, Gruffy, bitte. Gut, dass ich dich erwische. Geh Küchenspüle, mach wieder fiese Batterie. Dafür habe ich keine Zeit, Granny. Ich muss eine Brücke bauen. Glaubst du nicht, dass du es mit dieser Brückensache vielleicht ein wenig übertreibst? Das sieht ja mal wieder ähnlich, dass du gar nicht im Bilde bist. Dir gebe ich gleich was vom Bilde, Gruffy Gummy. Ach, reg dich nicht auf, ich repariere dir das Ding. Wenn ich mit meiner Brücke fertig bin. Und schon geht es ans Mauern. Steinplatte auf Steinplatte setzt Gruffy auf seinen Brückenrohbau drauf. Das wird ein ganz schön stabiles Ding. Ich liebe den Geruch von der Hörtel am Morgen. Gruffy, ich muss mit dir reden. Jetzt nicht, Sammy. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Ach du Jemini, warum hat er sie denn nicht ein bisschen niedriger bauen können? Gruffy, ich muss dich jetzt mal etwas fragen. Diese ganzen Steinplatten, was soll das eigentlich? Stein hält länger als Holz. Ich will, dass diese Brücke bis in alle Ewigkeit hält. Wir brauchen keine Hücke, die so lange brillt. Keine Brücke, die so lange hält. Genau so hätten es die alten Gummibären auch gemacht. Aber sie ist zu groß, Gruffy. Hör mal, Sammy, ich baue sie so, wie ich will. Und das ist mein letztes Wort. Währenddessen sind Ickzorn und seine Spießgesellen immer noch dabei, den Panzerwagen wieder flott zu machen. Und das erweist sich als ziemlich schwierig. Wir versinken im Romaste Morast! Tu doch, was du nichts nutzt! Feuer, Toadie wird mit Schiff untergehen. Nein, holt ein paar Stämme, wir heben es heraus! Das klingt ganz scheußlich. Die beiden Ungeheuer machen sich auf den Weg. Und so kommt es, dass sie auf einmal am Flussufer sind. Oh, na du gucke mal, schöne Burg. Das ist keine Burg, das ist eine Brücke. Schöne Brücke. Das wir erzählen, lieber Herr zu bleiben. Ich will doch nur ein klitzekleines Königreich erobern. Ist denn das zu viel verlangt? Jetzt habe ich endlich die ultimative Waffe und es ist unmöglich, sie nach Tanmin zu schaffen. Wir wissen die Möglichkeit. Wirklich? Und kurze Zeit später kann Ickzorn sich selbst überzeugen. Und was er da sieht, gefällt ihm ungemein. Wie nett von den Gummibären und seinen Abkürzern den Abkürzungsweg nach Tanmin anzulegen. Schlaue Bären denken an alles eure Hellsichtigkeit. Klappe, Schwartenkopf, da kommt was. Gruffy, die Waschmaschine ist schon wieder kaputt. Und der Gummibärenhäcksler auch. Und der Heißwasserboiler. Ich bringe zwar nur ungern meinen kaputten Dudelsatz. Dann lass es bleiben, lass mich in Ruhe. Ich hab euch doch schon gesagt, dass ich eure Sachen alle repariere, wenn ich hier fertig bin. Ich muss nur noch den Flussstein legen. Und dann seid ihr alle zur feierlichen Eröffnung der Brücke eingeladen. Und dann ist es soweit. Die Brücke ist fertig. Gruffy hat wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Ich muss wirklich zugeben, Gruffy. Sie kann sich mit allem, was die alten Gummibären gebaut haben, messen. Gruffy, im Namen aller Gummibären, meinen herzlichen Glück. Oh, danke. Oh, ich sitze noch ein bisschen vor lauter Aufregung. Du vergisst nicht, das ist Ickzorn. Oh, nicht zulassen, dass Ickzorn
haben die Brücke überquert. Aber wie sollen wir diesen Vandalen aufhalten? Graffi, du musst die Brücke zerstören. Kommt gar nicht in Frage. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Dank eurer Brücke, ihr Blödsbären, kann mich jetzt nichts mehr daran hindern, Dunwin zu erobern. Er hat leider recht, Graffi. Vielleicht habe ich sie zu groß gebaut, zu stark. Ich wollte mir ein Denkmal setzen. Und hier habt ihr eine Kostprobe meiner Dankbarkeit. Graffi, Vorsicht! Jetzt reicht es. Haltet ihn auf, wenn ich nur den Flussteil wieder herausziehen kann. Ein kräftiger Schluck vom Gummibärensaft und dann zieht Graffi den Schlussstein, der die ganze Brücke zusammenhält, mit einem Ruck heraus. Die ganze Brücke bricht zusammen und reißt Ickzorn, seine Ungeheuer und seinen Panzerwagen mit hinunter in den Fluss. Der Überfall auf Dunwin ist wieder einmal abgewehrt. Kurze Zeit später. Graffi hat in aller Eile eine kleine Notbrücke zusammengezimmert. So, das dürfte eine Weile halten. Wahrscheinlich war es töricht von mir, die großen Gummibären übertreffen zu wollen. Was meinst du damit, Graff? Wenn wir wirklich eine so große Brücke gebraucht hätten, dann hätten sie gleich so eine gebaut. Ach komm, Graffelino, das war eine großartige Brücke. Und du hast ein großes Opfer gebracht, indem du sie zerstört hast. Die alten Gummibären wären stolz auf dich gewesen. Glaubst du wirklich, hä? Aber unbedingt. Hör mal, ich habe eine Idee. Stell dir das mal vor. Mount Gummimore. Riesige Gummibärenköpfe in einen Berg eingemeißelt. Und ein Kopf könnte aussehen wie deiner. Nein, nein, danke, Bär. So aufgeblasen ist mein Kopf nicht mehr. Tja, Graffi, da hast du recht. Aus Fehlern kann man lernen. Und so hatte die ganze Sache am Ende doch auch was Gutes. Wer nun glaubt, dass Ickzorn seine finsteren Pläne aufgegeben hat, der irrt sich gewaltig. Er hat schon wieder eine neue Teufelei im Sinn. Zusammen mit dem blöden Toady sucht er Lady Bane, die Zauberin, auf. Nun, wie sehe ich aus? Oh, modischer Sehnschnieke und Mops sieht dir aus, aber seid ihr sicher, dass es auch eine gute Idee ist? Sei nicht so ein Feigling! Kein Problem, Toady Feigling beschränkt sich auf heulendes Wehklagen. Hm? Huhu! Huhu! Du Ungeheuer, was hast du hier zu suchen? Und wer ist der Dorftrottel hier? Das... Na also, spricht! Hey, sie hat was gefragt, sprach der Hemder. Lady Bane, ich bin Ickzorn, Dreckmolch. Ihr habt mir einen Vorschlag zu machen? Mein Anliegen ist sehr einfach. Mit meiner Kampferfahrung und eurer Zauberkraft könnten wir gemeinsam Dunwin erobern. Ah, Dunwin, drolliges kleines Plätzchen. König Gregor herrscht doch dort, oder? Ja, dieser widerliche Wohltäter. Jetzt könnte gehirniger Toady auch kritzeln. Nun, ganz offen gesagt, Finger weg! Ich? Aua! Aua! Niemand rührte meine Sachen an, ist das klar? Klar wie Kloßbrühe. Wie ich gerade sagen wollte, ist euer Angebot von keinerlei Interesse für mich. Ich möchte wahre Macht, die Macht der Magie. Nun, wenn ihr mir allerdings die Geheimnisse enthüllt, die dies in sich birgt, könnten wir ins Geschäft kommen. Eine Gummibärenmedaille? Ah, dann wisst ihr also von diesen Bären. Sie zittern bei dem Gedanken an mich. Wie kommt es denn aber, dass die Gummibären euch dauernd zufrieden? Ich wollte sagen, Gummibären sind kein Problem für Herzog Lein. Herzog Ickzorn, wenn ihr mir helft, die Zauberbücher der Gummibären zu stehlen... Dann helft er mir, Schloss Dunwin zu erobern. Mit dem größten Vergnügen. Doch erstmal werden wir die Einzelheiten ausarbeiten müssen. Bei euch zu Hause. Bei mir zu Hause? Ja, ein Gipfeltreffen. Etwas Geschmackvolles, Elegantes. Dann werde ich bekommen, was ich will, und ihr werdet bekommen, was ihr wollt. Verlasst euch auf mich. Es wird alles perfekt sein. Zur gleichen Zeit geht es bei den Gummibären um etwas ganz anderes. Dieses Jahr werde ich den
den Eintagsbaum finden. Nein, das wirst du nicht. Ich werde ihn finden. Letztes Jahr habe ich ihn auch gefunden. Na und? Ich habe ihn vor 2 Jahren gefunden und heute werde ich 2-1 in Führung gehen. Wirst du nicht? Werde ich doch. Wirst du nicht? Werde ich doch. Würdet ihr beide euch bitte nicht so aufführen? Aber Kinder, jetzt hört mal. Die Jagd nach dem Eintagsbaum ist kein Spiel. Ganz genau. Wir brauchen den Saft von diesem verrückten Baum, um das Oberlicht abzudichten. Und falls ihr ihn nicht findet, dann werden wir hier drinnen bald schwimmen können. Hier, heute ist unsere einzige Chance. Das wissen wir, Sammy. Nur einmal im Jahr kommt der Eintagsbaum. Halt dahin, halt dorthin, du glaubst es kaum. Sobald er verweilt, ergreift ihn geschwind, denn er verhindert, dass das Wasser durchs Oberlicht rinnt. Und vergesst nicht, derjenige, der den Eintagsbaum fängt, bekommt eine Menge schöner Sachen. Wow! Also worauf warten wir noch? Ja, los! Geh mir doch aus dem Weg! Von wegen! Ich bin ihn dieses Jahr wieder! Warte ab! Ich hasse diesen Feiertag! Na, Gruffy, ganz so schlimm wird es wohl nicht sein. Die beiden werden sich schon zusammenraufen. Auf Ickzornsburg werden jedenfalls die Vorbereitungen für den Besuch von Lady Bane getroffen. Bitte, eure Begierhaftigkeit. Es ist völlig unmöglich, verschwiemelndes Dreckmoor für pingelige Lady tipptopp in Schuss zu bringen. Todwart, ich muss Lady Bane imponieren. Ich möchte, dass sie sieht, dass ich ein Mann von Eleganz bin, von Stil. Darauf will Todi ja gerade hinaus, euer Begriff Stutzigkeit. Ungeheuer haben nicht die Bohne Ahnung von Eleganz und Stil. Dann wird es deine Aufgabe sein, ihnen alles darüber beizubringen. Enthusiastischer Tony kann es kaum erwarten. Jetzt brauche ich nur noch das Tüpfelchen auf dem i, mit dem ich Lady Banes Herz für mich gewinne. Ein paar Blümchen wirken da meistens Wunder. Das ist die Idee. Geldzug! Hoch, liebe Herzoglein! Männer, ihr wisst doch, was Blumen sind. Diese zarten Dinger, die ihr normalerweise zu weit trampelt. Sehr schön. Ich will, dass ihr ganz sanft die allerschönsten Blumen im Wald pflückt und sie mir bringt. Ach, sanft? Hier? Hier nicht. Tut, was ich sage, oder ihr seid doch vor Sonnenuntergang Piranha-Futter. Herzogin wird in dieser Sache noch von Ungeheuergewerkschaft hören. Missmutig trotten die Ungeheuer los. Cubby und Sunny suchen indessen immer noch den Baum. Und dabei geht es ganz schön turbulent zu. Was wetten wir? Da ist er! Er gehört mir! Mia! Die Ungeheuer sind mittlerweile auch ganz in der Nähe. Und sie haben auch tatsächlich ein paar Blumen gesammelt. Das sind jetzt genug Blumen. Gut, Geruch macht so krank. Hey, lass mich los! Ich hab ihn zuerst gesehen! Hast du nicht? Los! Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. In diesem Fall die Ungeheuer. Oh, prima Blume. Da wird es Herzogus kribbeln vor Begeisterung. Mich hat sie auch ziemlich gekribbelt. Sieht so aus, als ob das Spiel vorbei ist. Kommt nicht in die Tüte. Ich lasse mich von diesen Blödmännern noch nicht um meine schönen Preise bringen. Cubby! Und die beiden machen sich auf den Weg zur Burg. Kurze Zeit später sind sie da und spähen vorsichtig durch ein Fenster in den Saal hinein. Eine große Tafel ist gedeckt und die Ungeheuer schleppen Unmengen von Speisen und Getränken herbei. Da ist er! Ja, aber wenn diese ganzen Glotzköpfe da rumrennen, ist unsere Chance nicht gerade sehr groß. Jetzt sieh dir das an! Nun, ich muss sagen, Dreckmoor war noch nie sauberer. Weil Dreckmoor noch nie sauber gemacht worden ist. Oh, das ist sie. Wie sehe ich aus? Was mache ich denn jetzt? Hilf mir, Todi, tu doch was! Oh, danke, Todwart. Ich weiß gar nicht, was über mich gekommen ist. Geht mir genauso. Wünsch mir Glück. Nehmt sie im Sturm, eure Unwiderstehlichkeit. Ah, meine teure Lady Bane. Eure Anwesenheit ehrt Dreckmoor zutiefst. Natürlich. Das war dein Stichwort, Todwart. Sofort, eure Großspurigkeit. Nehmt der Dame die Mantel ab. Kommt, meine Liebe. Lasst uns auf die bevorstehende Niederlage König Gregors anstoßen. Das klingt vielversprechend. Das ist Lady Bane. Was macht die denn hier? Ickzorn und diese Hexe wollen Gregor angreifen. Und wenn Gregor nicht mehr da ist? Ist dann Wind im Untergang geweiht.
Ich glaube, wir stellen die Eintagsbaumjagd lieber ein und halten stattdessen die beiden auf. Waffenstillstand? Einverstanden. Jetzt bringen wir die Party hier mal ein bisschen in Schwung. Nun, meine Liebe, wo waren wir? Ich glaube, ihr wart gerade bei den Plänen, wie wir den Gummibären das Leben zur Hölle machen. Eine meiner liebsten Freizeitbeschäftigungen. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Chateau Dreckmoppe sind hier die Spezialität des Hauses. Wildschwein von Bea la Totheit. Jetzt geht's rund! Und wie es jetzt rund geht. Natürlich haben die beiden ihren Gummibärensaft getrunken. Und nun haben die Schurken nichts zu lachen. Die Ungeheuer und Toadi werden durch die Luft geschleudert, dass es nur so kracht. Und dann fliegt der Zauberin auch noch eine große Schüssel Suppe an den Kopf. Die sitzt da wie ein begossener Pudel. Eieiei. Jetzt reicht's. Niemand wird mich zum Lachen. Geht nicht weg. Wartet auf Toadi. Sieht so aus, als hätten wir beide gewonnen. Aber wir werden beide verlieren, wenn wir nicht sofort hier verschwinden. Gut erkannt. Gesagt, getan. Schleunigst machen sich die beiden aus dem Staub. Lady Bane hat inzwischen ihre Kutsche bestiegen. Verzweifelt versucht Ickzorn, sie zurückzuhalten. Geht nicht, meine Liebe! Es war nicht meine Schuld! Und wessen Schuld war es dann? Nun, es war, es ist... Die Gummibären waren daran schuld! Gummibären? Ha, welche Gummibären? Vorwärts! Lady Bane treibt die Pferde an und die galoppieren los. Und zu allem Überfluss fährt ein Rad der Kutsche auch noch über Ickzorns Fuß. Autsch, Autsch! Nein, nein! Aber, gepeinigte Herzensdamen gibt es wie Sand am Meer. Aber keine wie sie! Sie war grausam, sie war skrupellos, sie war gerissen! Der arme Ickzorn. Heute ist wirklich nicht sein Tag. Bei den Gummibären hingegen herrscht wieder eitel Sonnenschein. Denn den kostbaren Baum haben Kabi und Sunny natürlich auch gerettet. Wie gefolgt dich wird, ab wie der Teufel! Ja, und nun haben wir einen ganzen Jahresvorrat an Saft, dank euch beiden. Nicht schlecht, auch wenn wir uns die Preise teilen mussten. Oh, das ist doch gar nicht so schlimm. Ja, vielleicht. Außerdem, nächstes Jahr geht es weiter! Kabi! Hey! Hallo! Nun, es könnte schlimmer sein. Wieso? Stell dir vor, der Eintagsbaum kommt zweimal im Jahr. Fabelhafter Gummibären-Schokoladekuchen. Oh, Grammy! Grammy, könnte ich einen Schickkuchen haben? Erst nach dem Mittagessen, Tamilein. Ist denn das Mittagessen schon fertig? Nein, und das wird es auch nicht sein, ehe Herr Bastelmann hier fertig ist und alles weggeräumt hat. Also, je schneller Graffi fertig wird, desto eher essen wir zu Mittag. Genau. Dann helfe ich ihm. Tommy, nicht! Das macht mir überhaupt nichts aus, Grammy, wirklich! Sag mal, was soll denn das werden? Entschuldige, Graffi, ich dachte, ich helfe dir ein wenig. Helfen? Glaubst du eigentlich, dass die großen Gummibären auch immer mit ihrem Magen gedacht haben, so wie du es machst? Ja, nicht immer.
Also ehrlich, du würdest Granny wahrscheinlich für eine Handvoll Kekse verkaufen. Da wäre schon mehr nötig als eine Handvoll Kekse. Wenn du uns wirklich helfen willst, Tommy, dann bring doch bitte den Müll raus. Ist gut, Granny. Tommy? Ich dachte, ich hätte da eine Fliege beim Kuchen gesehen und deshalb wollte ich... Du musst ein bisschen Selbstbeherrschung lernen, mein Lieber. Aber ich habe jede Menge Selbstbeherrschung, ehrlich. Ja klar, Tommy. Und ich bin Sneewittchen und die sieben Zwerge. Hört mal, ich verspreche euch, ich werde jetzt den ganzen Tag lang nicht mal mehr ans Essen denken. Großes Ehrenwort. Ha! Nimm bloß den Mund nicht zu voll! Na ja, jedenfalls macht sich Tommy auf den Weg zur Müllgrube. Und er ärgert sich ganz schön darüber, wie Gruffy ihn einschätzt. Ich werde Gruffy beweisen, dass ich Willenskraft habe. Ich würde nicht einmal Granny Schokoladekuchen anrühren und ich werde noch nicht mal an ihre köstlichen Zitronentartchen denken. Ganz zu schweigen von ihrem honigüberzogenen Schinken mit kandierten Kirschen. Dann mal auf die Müllhalde mit dem Zeug. Denk daran, Magen, Willenskraft! Hey, was ist denn das? Ui, großer Leckereienbazar, veranstaltet vom Interessenverband der naschenden Hausfrauen. Hautwart, was geht hier eigentlich vor? Ausgepuffter Tony hat clevere Falle aufgestellt, um gierigem Herzog Gummibären zu fangen. Glaubst du denn, dass du mit einem Leckereienbazar Gummibären fängst? Aber jeder weiß doch, dass Gummibären Naschkatzen sind. Aha, verstehe. Und habt ihr denn schon eins von den kleinen Fellknäueln gefangen? Nein, aber wir haben schon 12 Bärentoten verkauft. Du moosbärniger Mörderkopf! Das ist der lächerlichste, haarsträubendste Plan, von dem ich je gehört habe. Aber mein Herzoglein, nach meiner Wie fange ich Gummibärenfibel, ist das ein narrensicherer Plan. Der einzige Narr bist du! Togelein, warte! Aber schon ist Ickzorn weg. Und auch die Ungeheuer haben keinen Spaß mehr an Todis Plan. Als Kuchenverkäuferinnen verkleidet, sehen sie aber auch wirklich zum Schreien aus. Herzoglein hat recht. Maskerade nichts für uns. Ja, dieses Kleid steht mir nicht. Schluss mit dem Naschmarkt! Wir gehen nach Hause. Ja, genau. Ach, Schluss mit Quatsch. Als erster Kassenwart des Interessenverbandes befehle ich euch, aua. Das ist meine Chance. Was gibt's denn als Nachtisch? Gib mal ein Gummibär. Oh je, oh je. Schnappt euch den Kuchen, Dieb. So ein Jammer, die guten Sachen zu verschwenden. Ich bin Robine Hund, die Gummibärenfängerin von Scherzwood Forest. Tja, was kostet denn jetzt eigentlich dieser Kuchen? Der ist unverkäuflich. Schleppt den Fettleibigen nach Dreckmoor. Ja, ja, Tommy. Hast dich eben doch nicht beherrschen können. Das hast du jetzt davon. Sich so von den Ungeheuern fangen zu lassen. Jedenfalls beginnt Toadie in der Küche der Burg sofort mit dem Verhör. Aber ich weiß nicht, wie man Gummibärensaft macht. Verschlagener Gummibär kann aufgeweckten Toadie nicht überlisten. Ich will Saft, Saft und nochmal Saft. Aber... Nein, aber, Blödbär, sonst kommst du in die Genuss eines 24-stündigen Abkitzelns. Oh, hört sich grausig an. Oder du wirst gezwungen, einem Potpourri beliebter Ungeheuerlieder zu lauschen. Grafi hatte recht. Ich lasse meinen Magen für mich denken. Warum kannst du nicht ein bisschen schlauer sein? Während Tommy sich noch tüchtig selbst bedauert, schließt Toadie ihn in der Küche ein und begibt sich zu Herzog Ickzorn. Hat Herzoglein gefunden, was er sucht? Nein, du Exemplar wandelnden Dumpfsinns! Diese uralten Karten mit Gummibären verstecken sind wertlos! Mein Plan hat geklappt, du unausgeschlafener miese Peter. Unerschrockener Toadie hat einen Gummibären gefangen. Stör mich nicht, du! Was? Fettleibige Geißel ist jetzt in der Küche und stinkt Gummibärensaft hier. Ausgezeichnete Arbeit. Dann wollen wir doch mal sehen, was für Fortschritte unser pelziger Freund macht. Glücklicher Toadie bekommt heute Sonderprämie. Anwin, mach dich bereit, erobert zu werden. Was? Das ist nicht der Bär, der den Saft braucht, du Nuss. Das mache ich ihm schon die ganze Zeit klar. Aber Brüllender ist doch ein Gummibär. Schweig, einfallspinseliger Grünschnabel.
Ich bitte zutiefst um Verzeihung für die Unannehmlichkeiten, die dir verursacht wurden, mein teurer Freund. Bitte, ich bestehe darauf, dass du meine Gastfreundschaft annimmst und zum Mittagessen bleibst. Aber ich habe schon gegessen. Unsinn, ein kleines Häppchen passt immer noch hinein. Also, guten Appetit. Der Maître wird dich zum Speisesaal führen. Tony kapiert das nicht. Natürlich nicht, du Erbswurst. Essen ist die große Schwäche dieses Bären. Der Weg zu den anderen Gummibären geht durch seinen Magen. Das würde sogar eine gehirnlose Amöbe verstehen. Ein paar Minuten später im Speisesaal. Tammy weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Ich muss wohl träumen. Voilà! Ein heißes Schüpplein! Ich hatte recht, ich träume wirklich. Oh, ganz und gar nicht, teurer Freund. Und nun hinein, die Köstlichkeit. Mensch, vielleicht habe ich mich in dir ja getäuscht, Ickzahn. Natürlich hast du das. Tja, und nun sag mir, wo ist eigentlich Gummigelenk? Oh, das ist... Moment mal, das darf ich dir nicht verraten. Oh. Aber du besuchst mein bescheidenes Heim und ich besuche dein bescheidenes Heim. Ist das nicht so unter guten Freunden? Ja, aber du bist nicht mein Freund, Ickzahn. Nein, ich falle auf deine billigen Tricks nicht herein. Hör mal, das ist ganz einfach. Ich gebe dir ein Gourmet-Süppchen und du gibst mir als Gegenleistung eine klitzekleine Auskunft. Glaub mir, du machst bei diesem Schwindel Handel das bessere Geschäft. Hast du dir so gedacht? Todwarte, wollen wir unserem liebwerten Gast nicht zeigen, was dieses Schloss noch an gastronomischen Genüssen zu bieten hat? Aber gern euer gröblich Verschlagenheit. Das ist mein Möge beginnen. Und was die Ungeheuer jetzt an köstlichem Essen anschleppen, ist wirklich umwerfend. All diese Schlemmereien magst du dir einverleiben. Es bedarf nur einer klitzekleinen Gegenleistung deinerseits. Sag mir, wo deine Feinde wohnen! Affi hat mich davor gewarnt. Denk daran, Magen, Hellenskraft. Magst du denn schmelzendes Eiscreme, das dir auf der Zunge zergeht wie Zuckerwasser? Wir haben sie in mehreren Geschmacksrichtungen. Asphalt, Kellertreppe und Herzogleins Lieblingssorte aufgebratzte Kniescheibe. Ihr könnt mir alles Essen der Welt zeigen, aber ich werde nicht reden. Mich dünkt, der Gummipflege wird sich ein wenig heftig. Findest du nicht auch, Todi? Nur noch ein kleiner Schubser und dann ist er des Fresswahns für die Beute. Vielleicht ergötzen sich deine Geschmacksknospen ja an etwas Süßem. Voilà! Wow, der riecht ja genau wie Grammys fabelhafter Schokoladenkuchen. Wie wär's denn mit einer kleinen Kostprobe? Nur ein Milligrammchen. Nein. Ach, ein Jammer. Wenn du ihn nicht magst, müssen wir ihn wohl an die Kellerasseln verfüttern. Willst du denn wirklich nicht einmal kosten? Nur ein winzig kleines Stück. Doch, ja, ich verrate dir, was du willst, aber gib mir den Kuchen. Hau rein, ich wusste doch, dass du ein vernünftiger Bär bist. Und schon marschiert Tammy mit Ickzahn und Todi durch den Wald. Aber noch rückt Ickzahn den Kuchen nicht raus. Denn auch nicht mal bitte einen Krümel. Aber natürlich doch, nachdem du mir gezeigt hast, wo die Gummibären wohnen. Ja, dir werde ich zeigen und wie. Ist das nicht wunderbar? Er frisst mir aus der Hand. Mein Herzoglein ist wirklich der gemeinste von allen. Also bitte, Ickzahn, du hast gewonnen. Hier ist der Eingang zu Gummiglen. Ich hoffe für dich, dass er das auch ist. Du bist so oft im Kreis gegangen, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wo wir überhaupt sind. Das riecht nach Gummibärenwaldwurz-Eintopf. Das muss Gummiglen sein. Ah, ich gehe dann mal voraus. Halt! Ich traue euch Gummipennern nicht. Ich gehe vor. Willst du nicht als nächster vorgehen? Ja! Hat der üble Müll mal wieder gut entsorgt? Das hat Tammy wirklich schlau gemacht. Die beiden Schurken sind in der Müllgrube gelandet. Und den Kuchen kann Tammy auch noch verputzen. Tut mir leid, Jungs. Ich muss leider abdampfen. Hier wohnen die Gummibären nicht, oh Unsichtbarer. Brillante Beobachtung, du Fischauge. Oh je! Ist wohl nicht richtiger Zeitpunkt, um eine Gehaltserhöhung zu erflehen. Während die Bösewichter sich anstrengen, um aus der Müllgrube herauszukommen, ist unser Tammy längst wieder zu Hause. Hallo alle miteinander. Da
Sammy, wo hast du denn gesteckt? Du hast das Mittagessen verpasst und fast auch noch das Abendessen. Ach, das macht nichts, Grammy. Ich hab keinen großen Hunger. Aber ich habe dir deinen Lieblingskuchen gebacken. An Essen möchte ich so schnell gar nicht mehr denken. Lange Zeit nicht. Wenigstens eine Woche lang. Na sowas, das hört sich ja ganz so an, als ob du doch ein wenig Willenskraft hast. Wenn Gruffy wüsste. Aber die Hauptsache ist schließlich, dass Tammy sein Abenteuer heil überstanden hat. Nicht wahr? Gasto, der Künstler, der mit seinem Papagei Arti allein in seiner Höhle hinter dem Wasserfall wohnt, hat die Wagen unserer Gummibären neu angemalt. Und Gruffy hat sie alle gründlich repariert. So, jetzt laufen die Schnellwagen wieder wie neu geschmiert. Genau, Gruffomundo. Und sie sehen auch wieder aus wie neu. Ich bezweifle stark, dass sie je so ausgesehen haben. Heiße Streifen. Oh, ganz schön extravagant, Gruff. Ein Jammer, dass gerade Karos angesagt sind. Äußerst witzig, Caro Gasto. Hi, Gruffy. Kann ich dir helfen? Juhu! Kabi, wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass du nicht das Gelände herunterrutschen sollst? Du kennst doch die Regeln hier. Und du weißt auch, dass du vor dem Abendessen nicht naschen darfst, Kabilein. Ich weiß. So lauten die Regeln hier. Ganz genau. Und ein verantwortungsbewusster Bär muss sich an diese Regeln halten. Das ist die Art der Gummibären. Langsam, Gruffomundo. Es gibt nur eine Regel, an die sich ein Gummibär halten muss. Und die lautet, es gibt keine Regel. Sich an Regeln zu halten, ist wie Malbücher ausmalen. Ich meine, wo bleibt denn deine Kreativität? Stirb die Regeln zum Fenster raus und du bekommst Neues. Was glaubt ihr, wieso ich so malen kann? Das habe ich mich schon immer gefragt. Wow, keine Regeln. Ich wünschte, ich könnte auch so leben wie Gasto. Nun, wenn du so leben willst wie Gasto, dann solltest du vielleicht auch bei Gasto wohnen. Wie bitte? Na ja, wenigstens einmal über Nacht. Darf ich wirklich? Oh Mann, das ist super, Gasto. Aber bei mir, ich meine, ich meine... Bitte, Gasto. Na ja, warum nicht? Ich meine, vielleicht kann ich dem Jungen ja ein, zwei Sachen beibringen. Das befürchte ich ja gerade. Aber Gruffy, ich finde, das ist eine wirklich gute Idee. Und außerdem vergisst du gerade eine sehr wichtige Regel. Und die wäre? Leg dich niemals mit Grammy an. Und so kommen Cubby und Gasto am Abend in Gastos Höhle an. Allein die Fahrt mit dem Aufzug über den Wasserfall ist schon ein Erlebnis für Cubby. Tja, da wären wir, Kabu. Es mag vielleicht nicht toll aussehen und ein bisschen feucht sein, aber für mich ist es eben mein Zuhause. Mann, und was für ein Zuhause? Wo soll ich meine Tasche hin tun? Wohin du willst. Aber Gruffy sagt immer, alles hat seinen Platz und man sollte alles dahin tun, wo es hingehört. Ach komm, Junge, jetzt sei mal nicht so steif. Denk daran, es gibt hier nur eine Regel und die lautet, es gibt keine Regeln. Hört sich gut an, wenn du mich fragst. Aber häng sie bitte nicht dahin. Da auch nicht. Oh, und da auch nicht, bitte. Gasto hat sich an seine Töpferscheibe gesetzt und formt eine Vase. Mann, sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Und so soll es auch sein. Es ist einzigartig, genau wie ich. Los, Jungchen, versuch's auch mal. Mann, danke. Langsam, Cabo, nicht so wild. So schnell darfst du die Töpferscheibe nicht drehen. Oh je, nein. Der ganze Töpferlehm fliegt durch die Luft. Direkt dem Papagei auf den Kopf. Oh, tut mir leid, Arti. Hey, wer wird denn da gleich aus den Federn fahren? Es steht dir, Arti, Kumpel. Es steht dir sogar ausgezeichnet. Aufweier. Achtung! Da hat sich auch noch die Töpferscheibe selbstständig gemacht. Sie kracht in ein Regal hinein und das wiederum kracht voll auf den armen Gasto. Oh, ich würde es so lassen, Gasto. Der Topf ist ein viel schönerer Kopf, viel schöner. Schön, der kleine Kabu hat ein bisschen Schlamassel angerichtet. Na, wenn schon, kann jedem mal passieren. Außerdem wollte ich das Regal schon seit Wochen mal ausmisten. Kabi ist nicht zu bremsen. Jetzt saust er mit dem Aufzug rauf und runter wie ein Wilder. Das Seil ist an einer Stelle schon ganz ausgefranst. Juhu! Hier kommt der Gummi.
langsam, Speedy, das ist kein Spielzeug. Du weißt doch, dass du damit nicht spielen sollst. Aber es macht Spaß. Das mag ja sein, aber es könnte gefährlich werden. Ist dir was passiert, Gaston? Jetzt reicht's. Jetzt ist aber Schluss mit dem Unfug. Wird Zeit, dass ich hier mal die Spielregeln aufstelle. Hey, jetzt hörst du dich an wie Gruffy. Oh, Gabi hat recht. Stellt sich das einer vor, ich höre mich an wie Gruffomundo. Da muss ich schwer aufpassen. Ach, es geht doch nichts über ein bisschen Malen, um alle Plagen zu vergessen. Attacke! Ich sehe Gabi, wenn ich diesen wilden Drachen zur Strecke bringe! Wow, wieso muss ich eigentlich immer der Drachen sein? Hör mal, Gabi, wie oft muss ich es dir denn noch sagen? Du sollst hier drinnen nicht so rumrennen. Kaum hat Gasto das gesagt, da rutscht Gabi auch schon aus und reißt Gasto und den Tisch mit den Farben um, dass es nur so spritzt und scheppert. Gasto! Tut mir leid, du bist doch jetzt nicht böse oder sowas. Ich böse? Ich sagte keine Regeln und so habe ich es auch gemeint. Ich meine, was soll's? Was ist schon dabei, wenn die Inspiration endlich angetrabt kommt und ich keine Farben mehr habe? Dann rühren wir eben wieder welche an, oder? Ha, kein Problem. Mann, wer hätte je gedacht, dass mir ein einziger kleiner Gummibär solche riesen Kopfschmerzen verursachen könnte? Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich allein lebe. Juhu! Ein Eimer Himbeerrot, schon unterwegs! Hey, nicht so stürmisch, Heißsporn! Ich kann nichts dafür, Gasto. Das ist der tollste Tag in meinem Leben. Wenn ich mal groß bin, dann möchte ich genauso sein wie du. Wirklich? Naja, es ist wahrscheinlich doch gar kein so schlechter Tag. Hey, Kabi Cowboy, wie wär's, wenn wir uns jetzt mal richtig amüsieren? Klar, Partner! Klasse, komm, sehen wir uns den Sonnenuntergang an. Aber Gruffy sagt immer, wir sollen unseren Gummibärensaft für wichtige Dinge aufheben. Ach komm, Kabi, sich den Sonnenuntergang anzusehen ist wichtig und ich möchte ihn nicht verpassen. Naja, wenn du meinst, Gasto. Und ruckzuck springen die beiden auf einen Baum. Von da oben sieht der Sonnenuntergang wirklich toll aus. Voila! Na, ist das wunderbar oder ist das wunderbar? Wow! Na, hab ich recht gehabt? Das nenne ich den gelungenen Abschluss eines perfekten Tages. Aber ich nehme doch nur die Abkürzung nach Hause. Psch, kein Mucks, von wegen, Kumpel. Diese Straße führt geradewegs nach Dreadmoor. Da kannst du auf keinen Fall lang gehen. Reg dich nicht so auf, Gasto. Du hörst dich ja schon wieder an wie Gruffy. Ach ja? Na, so unwahrscheinlich das auch klingt. In dem Punkt hat der alte Gruffomondo vielleicht ausnahmsweise recht. Wahrscheinlich brauchen wir eben manchmal doch gewisse Regeln. Und die wichtigste Regel ist... Kabi! Schon wieder ist der Kleine ihm entwischt. Es ist doch zum Verrücktwerden. Oh, was muss ich denn noch alles tun, damit dieser kleine Gummibär auf mich hört? Gasto hüpft hinter Kabi her. Aber siehe da, sie sind wirklich ganz nahe bei der Burg von Ikzorn. Denn da sind Toadie und die Ungeheuer. Was muss Toadie denn noch alles tun, damit ungezogene Ungeheuer auf ihn hören? Aber Ungeheuer hören doch auf Toadie. Ja, wir tun bloß nicht, was du sagst. Aber Herzog Klein braucht Pilze, um treue Ungeheuer zu verköstigen. Treues Ungeheuer. Zug auch. Dem Herzogschäfchen wird das aber gar nicht gefallen. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, diese Abkürzung zu nehmen. So, Sportsfreund, ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Ungeheuer haben auch ein Wörtchen mit zu reden. Hab ich dich erwischt? Nein, was sollen wir denn jetzt machen? Um unser Leben winseln. Gute Arbeit, Männer. Herzog Isimo wird von Wagen voller Gummibären noch mehr begeistert sein als von Wagen voller Pilze. Bäh, diese Ungeheuer machen mich krank. Hey, das ist die Idee, Kaberuni. Hä? Du hast mich auf den perfekten Plan gebracht, aber dieses Mal halten wir uns genau an die Spielregeln. Also pass auf, wir machen Folgendes. So. Die fangenden Gummibären werden aufschreiben, den Toadie vorher zu gut aussehen. Ja, Toadie sieht nie gut aus. Gummibären sehen auch gar nicht gut aus. Und das tun sie wirklich nicht. Gasto und Kabi sind über und über mit roten Punkten bedeckt. Natürlich ist das nur Farbe, aber das wissen die Ungeheuer ja nicht. Seid vorsichtig, Jungs. Ich glaube, wir haben beide eine schwere Gumminitis erwischt. Und die ist hochgradig ansteckend. Und nicht nur das, sie kann euch sogar auch infizieren. Sie sieht gar nicht gut aus. So fühlt sich auch gar nicht gut. Ja,
zeigst bereits alle Symptome. Na, tipptopp, Toadie fühlt sich absolut knorke. Gut, solange du keine farbigen Punkte vor Augen siehst, fehlt dir einfach rein gar nichts. Der dumme Toadie merkt gar nicht, wie Cubby einen Felsen mit Farbe bespritzt. Ich sehe keine farbigen Punkte. Punkte! Oh, böse Sache, Jungs. Sieht ganz so aus, als ob ihr euch eine schwere Gumminitis geholt habt. Andererseits könnte es auch gar nicht sein, wenn ihr keine Schwindelgefühle habt. Zu spät, Toadie fühlt sich schon ein bisschen schwummrig. Oh, vielleicht sollte ich mich ein bisschen aufs Öhrchen legen. Oh, ja. Wir sollten der Ruhe pflegen. Wie soll Herzog Schmerzog nur zurechtkommen, wenn ich nicht mehr da bin? Tja, es gäbe da schon eine Heilmethode, Leute. Welche? Ihr braucht euch bloß an diese Verhaltensregeln des großen Gummibärarztes zu halten. Dreimal täglich baden? Mit Seife? Und Wasser! Und dann Ausschlag auf der Haut. Kleines Ungeheuer? Kräftig schrubben? Wo sollen wir denn ein kleines Ungeheuer herkriegen? Toadie! Hey, nein, nein, ich bin viel größer, als ich aussehe. Bleibt mir vom Toadie leid. Hilfe! Genau, was der Doktor verordnet hat. Es ist, glaube ich, doch ganz wichtig, Regeln zu haben. Ja, also merke dir, immer zusammenbleiben und nicht vom Weg abgehen. Und vor dem Essen Hände waschen. Nach jeder Mahlzeit. Tja, es sieht so aus, als ob Cubby und Gasto bei diesem Abenteuer etwas dazugelernt haben. Als der Kleine wieder zu Hause ist, sind die anderen natürlich mächtig neugierig. Also, hast du dich gut amüsiert, Kaffeelein? So toll wie noch nie. Oh, du hättest dabei sein sollen, Graffo Mundo. Na, man hört es ihm jedenfalls ganz genau an, dass er bei Gasto war. Ich hoffe nur, dass dieser Flausenbär ihm nicht noch mehr Blödsinn beigebracht hat. Nein, aber er hat mir beigebracht, wie wichtig es ist, sich an Regeln zu halten. Das hast du von Gasto gelernt. Ganz genau, Graffo Mundo. Ich meine, im Grunde sind wir gar nicht so verschieden. Ich meine, man könnte vielleicht sagen, wie zwei Gummibären am selben Ast auf anderthalb Wellenlängen.